Tabellen sind eine gute Möglichkeit, um komplexe Informationen übersichtlich zu gestalten. In den Materialien zu dieser Lerneinheit hast du für die erste Übung nur ein PDF eines Stundenplans und anschließend dann gibt es noch eine Übung im Word-Format, die wird aber dann später erläutert. So soll der Stundenplan, den wir von Beginn weg erstellen, aussehen am Schluss. Ich lege also eine neue leere Word-Datei an und hier hinein soll nun dieser Stundenplan eingefügt werden. Und zwar über Einfügen, Tabelle. Hier könntest du gleich die entsprechende Anzahl Zellen, also Spalten und Zeilen auswählen oder du kannst es auch numerisch erledigen über den Befehl darunter. Wir brauchen jetzt 6 Spalten und 13 Zeilen. Für den Moment lassen wir alles mal so bestehen und bevor wir jetzt mit der eigentlichen Arbeit beginnen, wählen wir die ganze Tabelle aus, indem ich da in dieses Symbol in der Ecke hineinklicke. Du siehst, alle Zellen werden farbig markiert und hier kann ich jetzt unter Layout noch die Ausrichtung ändern. Wir wollen also, dass alles horizontal und zentriert ist, dieses Symbol hier. Und dass die Schriftgröße, und hierfür müssen wir in den Startreiter wechseln, mal 10 Punkte sein soll. Und meine meistgehasste Arial, die halt doch praktisch ist, weil sie auf allen Computern schon installiert ist. So, und nun können wir loslegen. Ich verkleinere mal dieses Word-Fenster und gleichzeitig auch dieses PDF, dass ich das nebeneinander bearbeiten kann. Die erste Zeile lassen wir mal aus. In der zweiten kommen dann diese Tage hinein. Und in der ersten Spalte ab der dritten Zeile die Zeiten. So, ich bin im Prinzip nun soweit. Du siehst, was die Gestaltung betrifft, gibt es noch einigen Handlungsbedarf. Außerdem habe ich gemerkt, dass meine 13 Zeilen nicht ganz reichen. Ich habe die Mittagspause unterschlagen. Wir müssen also hier zwischendrin nochmals eine Zeile einfügen. Das lässt sich aber problemlos machen, indem ich da hineinklicke und zum Beispiel vor 13.30 Uhr hingehe, kann ich bei Layout, da unter Tabelle einstellen, darüber einfügen und zugleich habe ich eine neue Zeile. Immer auch dasselbe kann man mit einem Rechtsklick tun, hier eine Zeile löschen oder eben weitere hinzufügen.